Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinboss. Und zwar heute mal wieder zu einem Video zu einem Set von Quan Jan. Und zwar haben wir hier den Typ 89 Ijo. Und ich muss ja sagen, es gibt wirklich viele, viele amerikanische, deutsche, russische Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg von Kobi und anderen Herstellern. Aber dass es auch japanische Panzer gibt, ist da schon relativ selten. Und wir haben hier, wie gesagt, den Typ 89 Ijo, was ja ein japanischer mittlerer Zweiter Weltkriegspanzer ist. Und Side Fact, ganz interessant ist, das ist wirklich der weltweit erste in Serie produzierte mit diesem Motor betriebene Panzer. Ist vielleicht mal ganz cool zu wissen. Und auf jeden Fall gibt es dieses Set von Quan Jan, das ist die 100, 119, 528 Teile hat das Set, ist ab 6 plus geeignet, lässt sich wie immer drüber streiten, besonders bei Kriegsspielzeug aus Klemmbaustein. Aber ich würde sagen, anderes Thema, wir schauen uns doch gleich mal die Anleitung zusammen an. In der Anleitung versteckt sich gleich wieder die Karte. Finde ich sehr cool. Ich fand ja auch von dem Panzerkampfwagen 2 Ausführung Lux die Karte ganz cool. Haben wir ja drüber gesprochen. Und ich denke, hier wird auch wieder so ein Aufsteller und die Figuren mit dabei sein, was die Sammlung dann nochmal ein bisschen cooler macht, wenn man sich das ins Regal stellt und quasi so eine Karte hat und die Figuren noch davor auf den Ständer stellen kann. Das hat mir ja wirklich beim Lux sehr gut gefallen von Quan Jan. Wir haben ja von Quan Jan schon gute Sets und schlechte Sets. Ich würde sagen, der F50 zum Beispiel hat zu den eher durchwachsenen Sets gehört, der Lux hat zu den guten Sets gehört. Auch haben wir da schon sehr viele verschiedene Teilequalitäten von Quan Jan erlebt. Und da bin ich gespannt, welche wir dieses Mal haben. Die Quan Jan Anleitung kennen wir, die ist eigentlich ganz cool gestaltet. Hier haben wir wieder dieses Flecktarnmuster im Hintergrund. Es ist ausgegraut, was schon gebaut wurde, was wieder gebaut wird, wird in Farbe dargestellt. Und die Anleitung hat insgesamt 26 Seiten und 54 Bauschritte, wobei die letzten zwei nicht wirklich was mit Bauen zu tun haben, sondern nur noch ein Zusammenstecken sind und hier eine kleine Übersicht dabei ist, was quasi bei dem Set alles mit dabei ist. Ich habe dieses Set mal wieder selber aus China importiert, dementsprechend habe ich leider keinen Originalkarton dabei. Das habe ich mir aber schon immer mal vorgenommen, dass ich auf jeden Fall in nächster Zeit auch mal einen Panzer von Quan Jan kaufe, der von einem Importeur nach Deutschland geholt wurde, wo wir auch den Originalkarton dabei haben, weil das würde mich schon mal sehr interessieren. Aber das kam dementsprechend nur mit Anleitung wieder im Polybag und dann haben wir hier so eine Masse an Teiletüten. Und ihr seht schon, Masse an Teiletüten ist da nicht übertrieben. Ich meine, das sind hier 530 Teile hochgerechnet. Und dann ist auch noch ein Panzer, wo alleine hier wahrscheinlich 100 Teile mit den Kettengliedern dabei sind. Und dann haben wir trotzdem insgesamt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tüten. Ist ein bisschen übertrieben. Aber sei es drum, ich würde sagen, wir haben schon wieder genug gequatscht. Ich fange jetzt an zu bauen und wir sehen uns beim ersten wichtigen Bauschritt wieder. Und am Ende gibt es wie immer für euch eine Kaufempfehlung oder Nicht-Kaufempfehlung. Viel Spaß dabei! Ja, welch ein wunderschönes Bild. Ich weiß nicht, liebt ihr das auch so, wenn die Teile so unsortiert auf einem Tisch liegen und ihr quasi die Teile dort raussuchen müsst? Oder seid ihr lieber die Leute, die lieber vorsortieren? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Seid ihr lieber die Sucher oder die Vorsortierer? Würde mich wirklich mal interessieren. Ich bin da eher so der Sucher. Aber gut, genug gequatscht. Und ich bin jetzt fertig mit Bauschritt 17 und ich muss sagen, das geht hier flott voran. Man verbaut schon wirklich einiges an Teilen bei so einem Bauschritt von Quan Jan. Das wird natürlich manchmal mit sehr gleichen Bautechniken auf die Spitze getrieben, wenn man dann irgendwie 20 von diesen kleinen Teilen hier in einem Bauschritt verbaut. Ansonsten haben wir jetzt schon die Panzerwanne gebaut. Das ist wirklich sehr, sehr Kobi-ähnlich vom Baustil, aber nicht direkt abgekupfert, das muss man immer dazu sagen. Es ist alles sehr stabil. Die Teile haben ein tolles Baugefühl. Das sind hin und wieder mal Teile dabei, bei denen auf der Noppe oben das schlecht entgratet wurde. Das seht ihr auch hier zum Beispiel. Die muss man dann immer so ein bisschen nachentgraten, weil man sonst nicht so richtig weiterbauen könnte. Das ist sehr, sehr schade, muss ich sagen, weil sonst die Teilequalität einfach wirklich richtig gut ist. Die ist vom Aussehen super gut, die ist von der Farbtreue super gut und vom Baugefühl auch wirklich super gut. Also das sind mit die besten Quan Jan Steine, die ich bisher erlebt habe. Wir haben ja bisher so dieses Unterteil der Panzerwanne gebaut und fangen dann jetzt an, auch wirklich die Tarnung drauf zu bauen. Und ich muss sagen, bisher hatte die Anleitung den perfekten Mix zwischen Schwierigkeit und eben nicht zu einfach sein. Also wirklich einen Daumen nach oben dafür. Ich habe sehr viel Spaß und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Bauschritt wieder. Und schon ist der japanische mittlere Panzer Typ 89 Ijo von Quan Jan fertig gebaut.
Wirklich cool war der Bau. Der hat wirklich Spaß gemacht. Wir hatten relativ wenige fehlerhafte Teile. Auf die gehe ich aber natürlich auch nochmal ein. Also so hatte ich zum Beispiel ein Kettenglied, wo hier vorne quasi das schon abgebrochen war. Das hatte ich zweimal dabei. Dann hatte ich noch eine fehlerhafte Fliese, die ich euch aber dann am Set noch zeige, weil ich bei der dazu gezwungen war, sie zu verbauen, weil sie leider nicht irgendwie anders nochmal beiliegt. Aber sonst hat der Bau wirklich, wirklich Spaß gemacht. Die Teilequalität vom Aussehen her ist wirklich gut. Wir haben nur leichte Kratzer teilweise mal auf den Fliesen. Die Farbtreue ist wirklich gut und vom Verbauen her machen sie auch wirklich Spaß, die Teile. Das ist aber bei Quanzhan ja meistens so, dass die Teile an und für sich ein super Baugefühl haben und man dann immer so ein paar Sachen hat, die davon quasi abweichen als fehlerhafte Teile. Heißt, das Verfahren, mit dem sie ihre Steine gießen, ist super, aber die Qualitätskontrolle könnte besser sein. Was sehr cool ist, sind wie immer die Drucke von Guanchan. Also hier vorne ist alles bedruckt, diese Seiten sind vollkommen bedruckt und auch hier hinten diese Motorabdeckungen sind vollkommen bedruckt. Hier ist kein Sticker drauf und das ist immer ein Daumen nach oben. Natürlich ist es hier auch immer wieder wie bei Quanzhan so, dass wir teilemäßig schon Teile haben, die eher von Kobi abgekupfert sind, sag ich mal. Das heißt aber nicht, weil es eine Kopie ist. Ich meine, die Teile sind nun mal frei verfügbar. Es sind einfach nur Teilearten, die halt von Kobi als erstes verbaut wurden und jetzt bei Quanzhan auch öfters mal auftreten. Die Drucke sind an Kobi angelehnt, das lässt sich nicht leugnen. Aber dieses Design von dem Panzer ist wirklich 1:1 von Quanzhan, weil Kobi auf jeden Fall noch keine japanischen Kriegspanzer gebaut hat. Ja, jetzt können wir mal drüber sprechen, was kann der Panzer? Und das ist bei solchen kleinen Panzern eigentlich immer dasselbe. Also einmal kann er fahren. Die Ketten drehen sich semi-gut. Also die hier verspannt sich tatsächlich immer wieder und springt ab. Ich kann nicht so wirklich sagen, woran das liegt, weil ehrlich gesagt, ich habe keine Lust, 42 Kettenglieder nochmal auseinanderzubauen, um zu schauen, ob ein Teil davon fehlerhaft ist. Ich habe das auf jeden Fall in der Art und Weise noch nicht erlebt. Was man aber dazu sagen muss, sonst laufen die Ketten ganz gut. Also, wir können es ja nochmal an der demonstrieren. Die läuft wirklich hier smooth durch. Ist jetzt nicht hundertprozentig auf dem Niveau wie eine Kobi-Kette, aber ist schon in Ordnung. Dann können wir den Turm drehen. Surprise, surprise. Ist aber bei meinem Set tatsächlich eingeschränkt möglich. Was mit dem Fehler zusammenhängt, auf den ich nochmal eingehen wollte. Ihr seht das schon von oben quasi. Diese Fliese hier sitzt viel höher als diese Fliese. Wenn wir da jetzt in die Nahansicht gehen, sieht man das natürlich noch besser. Die Fliese sitzt nicht wirklich. Das liegt daran, dass die Fliese irgendeinen Fehler hat und so wirklich verspannt quasi und man die nicht auf die Noppe drauf bekommt. Jetzt haben wir das Problem, wenn wir den Turm drehen, dass der Turm hier anstößt. Und man ihn quasi nur mit hoher Gewalt dort drüber bekommt. Das ist natürlich als Spielfeature in dem Fall äußerst ungünstig. Das Teil ist aber sowieso eher dafür da, um sich in ein Regal zu stellen oder in ein Diorama zu stellen, wie die meisten Panzer. Ist ja mit den Kobi-Panzern nicht anders, die haben nicht viel an Funktion. Was sie haben, habe ich euch schon gezeigt. Ansonsten vom Design ist er völlig in Ordnung. Man kann jetzt hier die Nähe zum reellen Panzer relativ schwer bestimmen, weil es sehr viele Modelle und Ausführungen des Typ 89 Ijo gab und ich nicht genau weiß, welches Modell die jetzt als Vorbild genommen haben. Ich finde es aber auf jeden Fall äußerst in Ordnung, wenn man jetzt so die grobe Form vom Ijo sich hernimmt, da kommt das wirklich ganz gut hin. Sehr charakteristisch ist ja beim Ijo einmal hier diese Kante, dass quasi hier die Wanne so ein bisschen nach vorne absteht und es sich dann hier nach innen verjüngt. Und das haben sie wirklich gut getroffen. Ich bin halt leider auch kein Experte für japanisches Kriegsgerät, da habe ich noch viel nachzuholen, weil ich das doch schon als sehr interessante Nische finde, die da jetzt Quanzhan quasi für sich einnimmt. Obwohl ich es auch ganz lustig finde, dass gerade eine chinesische Firma jetzt japanisches Kriegsgerät baut, was sogar damals eingesetzt wurde im japanisch-chinesischen Krieg, womit quasi China noch unterdrückt wurde von Japan. Ist aber im Endeffekt ja genauso eine Ironie, wie dass die Polen so viele deutsche Kriegsset aus dem Zweiten Weltkrieg bauen. Obwohl mich das nicht so unbedingt überrascht, weil ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Polen trotzdem die Deutschen als sehr gastfreundlich empfinden, weil sie immer noch quasi die Russen damals als größere Bedrohung gesehen haben als uns Deutsche. Das ist aber nur eine eigene Beobachtung, die ich gemacht habe. Das soll jetzt nicht mit irgendwelchen geschichtlichen Fakten belegt werden. Und vor allen Dingen soll es keinesfalls den Zweiten Weltkrieg relativieren. Also, wer mit sowas anfängt, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ansonsten ist eigentlich alles zu dem Set gesagt. Es ist wirklich ein gutes Set für relativ wenig Geld. Relativ enttäuschend finde ich immer noch, dass Quanzhan für die MGs, die sich ja daran befinden, immer diese Antennen oder Schaltknüppel oder wie man es auch immer nennt, benutzen. Also da könnten sie schon wirklich nochmal eine schönere Lösung finden. Das aber bis auf das fehlerhafte Kettenglied und die schwankende Teilequalität zusammen quasi.
mit das Einzige, was man an Kritikpunkten bei dem Set hat. Man muss immer die Preis-Leistung beachten, dafür ist es wirklich, wirklich gut. Auf Kobi-Niveau ist es natürlich trotzdem noch nicht, aber man bezahlt für so einen Panzer 10 bis 12 Euro, je nachdem, wie man es bestellt. Ich habe es, wie gesagt, aus China bestellt, da war der Preis wirklich gut. Wenn man es in Deutschland kauft, denke ich, wird man da schon bei 25 Euro landen, wo man sich dann wieder überlegen muss, ob nicht wirklich ein Kobi-Panzer vielleicht doch die bessere Alternative ist. Aber wie gesagt, wir haben genug zum Panzer gesagt und wieder genug gelabert und sind genug abgedriftet. Kommen wir mal noch zu dem Zubehör. Wir haben wieder solche Büsche dabei. Bei der Ausführung Lux sind die Büsche ja in einem, so einem satten Grün. Hier ist es so dieses Wüstengrün, dieses ausgetrocknete Grün. Ja, die Büsche sind immer noch nicht das Riesenhighlight. Ich finde sie immer noch sehr scharfkantig. Wir haben auch schon hier Stressmarken drauf. Also es ist nicht das Beste, was man dazu bekommen kann. Aber in einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Schade fand ich, dass wir diesmal für die Karte gar keinen Ständer dazu haben. Also habe ich jetzt die Karte so rumliegen und muss mir da mal selber was bauen, was ich als Ständer benutzen kann. Obwohl ich immer noch cool finde, dass so eine Karte dabei ist. Aber wie gesagt, ich habe mich so auf den Ständer gefreut, der ja beim Lux dabei war, dass ich schon ein bisschen enttäuscht bin, dass er diesmal nicht dabei ist. Noch dabei haben wir diese Ausrüstungsgegenstände, also eine Spitzhacke, eine Säge und so weiter und so fort. Ein paar Schaufeln. Eine Schaufel fehlt schon, weil die ja beim Panzer als Deko verbaut wurde. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Hier ist nämlich quasi die Schaufel als Deko am Panzer. Ist wie mit den Büschen. Die Frage ist, benutzt man es wirklich? Aber in einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und dann haben wir nochmal drei solche Bajonette dabei. Ich habe jetzt mal an zwei die Riemen rangemacht. Das sind solche schwarzen Gummiteile, die man quasi als Riemen um das Bajonett machen kann. Eins habe ich jetzt mal ohne den Riemen gemacht. Das ist quasi so. Das sind jetzt nicht die coolsten Waffen, die man haben kann. Aber es reicht für ein Diorama, um es denen in die Hand zu geben. Und das ist hier quasi so ein Gummiteil, was man dann als Riemen dort nochmal drum machen kann. Das ist halt relativ elastisch und lässt sich eigentlich wirklich gut um die Waffe schnüren. Bevor wir zu den Figuren kommen, können wir ja nochmal über die Ersatzteile reden. Da ist einmal hier so eine schöne Fliese dabei. Und sonst haben wir halt so Standardteile. Also ein bisschen kleines Grauens, was halt noch übrig ist. Und ein paar Kettenglieder. Ist jetzt nicht unbedingt viel, aber ist trotzdem schön, wenn es dabei ist. Gerade weil ich ja auch ein fehlerhaftes Kettenglied hatte, ist das wahrscheinlich auch sehr gut, wenn Kettenglieder als Ersatzteile dabei sind. Ich weiß ja nicht, ob das in anderen Chargen noch schlimmer ist. Und dann haben wir noch drei Figuren dabei, die mir an und für sich sehr gut gefallen. Sie sind vorne auf der Brust und auf den Beinen bedruckt, sind auch von hinten bedruckt. Vor allen Dingen hat auch jeder einen anderen Druck. Das sind jetzt nicht dieselben Drucke bei jeder Figur gleich. Das finde ich sehr schön und die Druckqualität ist auch völlig in Ordnung. Es gibt nur einen kleinen Kritikpunkt, wenn man das so nennen kann. Die haben sich wirklich Mühe gegeben bei den Gesichtern. Die sind aber sehr hoch beim Kopf bedruckt. Was zur Folge hat, dass man jetzt zum Beispiel dieses japanische Stirnband leider nicht mehr sieht, wenn man den Helm aufsetzt. Und das ist schade, weil damit versteckt man eigentlich quasi diesen schönen Druck vom Kopf, wo sich, wie gesagt, die Leute hier wirklich Mühe gegeben haben. Und schön ist, bei allen drei Figuren sind die Beine wirklich gut beweglich und auch die Arme. Auch die Kopfbedeckungen, die sie mit dabei haben, machen einen wirklich hochwertigen Eindruck. Komisch finde ich es nur, dass auf der Verpackung und auf der Anleitung diese Figur hier weiße Hände hat und aber dann schwarze dabei sind. Ist jetzt kein Beinbruch, aber im Normalfall mag ich es, wenn ich auf der Anleitung und Verpackung genau das habe, was ich dann auch im Set habe. Ja, und das war's im Endeffekt schon mit dem Typ 89 Isho Panzer von Quanjan. Ich hatte wirklich Spaß beim Bau. Quanjan von der Teilequalität sehr gut, außer die Abweichungen. Wir haben schöne Figuren dabei, wir haben ein bisschen Zubehör dabei. Für ein Diorama eignet sich dieses Set allemal. Von mir gibt's auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Einen Daumen nach oben. Ihr werdet Spaß damit haben, genauso wie ich. Und wenn ihr dieses Set schon selber besitzt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.